Willkommen zurück bei Tomb Raider, liebe Freunde, wo wir uns in der letzten Folge ja einen Hirsch mit Pfeil und Bogen geschossen haben. Ja, die Kiste hier konnten wir leider nicht öffnen, weil wir noch kein Brecheisen haben. Pfeile können wir nicht mehr mitnehmen, weil wir 20 derer haben und damit vollgepackt sind. Und mehr kann die gute Lara nicht tragen. Ja, und wir machen uns jetzt mit dem Hirsch, wo immer der jetzt auch ist, wahrscheinlich irgendwo in unserer Handtasche, die man optisch leider nicht sieht. Keine Ahnung, wo wir den verpackt haben. Tja, einfach mal auf den Rückweg zu unserem Lager, wo ich gerade nicht weiß, wo es ist. Aber wir gehen mal den Weg zurück, den wir gekommen sind, über dieses Gas hier. So, dass wir mal nach unten kommen, dass wir nicht abstürzen können. Irgendwo war ja ein Fluss. Und den mussten wir, glaube ich, ein bisschen entlang. Zurück in Richtung unseres Lagers. So. Ich hoffe nur, dass es hier nicht irgendwelche Wildtiere gibt. Ah, da sind wieder Rehe. Weil ich nicht weiß, wie ich mich derzeit tatsächlich gegen Wildschweine, Wölfe, Füchse oder blutrünstige Killerhasen einfach verteidigen könnte. Mit Pfeil und Bogen, der hat ja jetzt nicht so viel Bums. Wir brauchen ja schon 2 oder 3 Schüsse für ein Reh. Naja, schauen wir einfach mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Also mit einer dicken Schrotflinte würde ich mich sicherer fühlen. Aber, ich meine, Indiana Jones hat es ja vorgemacht. Peitsche reicht ja in der normalen Situation auch aus. Also müssen wir ja damit auch irgendwie mit Pfeil und Bogen klarkommen. So, ich glaube, hier bin ich ganz richtig. Kommt mir zumindest sehr bekannt vor, da war ich ja drin. Da haben wir ja das erste Collectible in der letzten Folge drin gefunden. Was sagt mir jetzt der Überlebensinstinkt hier? Warum soll ich den anmachen? Ich mach's einfach mal, wenn er mir das schon als Tooltip vorschlägt. So, ich muss, ja, da oben hin. Ja, das habe ich mir auch schon so gedacht. Ich wollte mich hier nur nochmal umschauen, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Wie gesagt, wir haben ja auch rausgefunden, dass wir diese komischen Dreamcatcher-Masken einfach kaputt machen müssen. Wie gesagt, mal gucken, ob wir da noch ein paar finden. Und es gibt anscheinend ja auch hier Punkte, die wir dann am Lager verteilen können. Müssen wir mal schauen, wie das genau funktioniert. Habe ich noch gar keine Vorstellung, aber wie gesagt, das finden wir wahrscheinlich alles noch hier. Vielleicht sogar im Laufe dieser Folge noch heraus. So, aber erstmal machen wir jetzt ein leckeres Dinner for One. Gucken wir mal. So. Ah, hier. Da kann ich irgendwas machen. Mach ich mal. So, Lager. Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitenpunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay. Links, rechts kann ich nichts. Ah, weiter. Ein Fähigkeitenpunkt. Gut. Mach ich mal. So, was kann ich jetzt hier machen? Fähigkeitenstufe. Anfänger. Ein Punkt. Meistern Sie 7 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Abgehärtet. So, und hier kann ich... Ah, die sind verschlossen. Verstehe, und die könnte ich nehmen. Fangen wir mal vorne an. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Tierische... Was? Tierische Instinkte. Achso, ist der Plural. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Also das heißt tatsächlich, Nahrung spielt hier eine Rolle in diesem Spiel. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht, aber ich glaube, das haben sie ja auch bei Far Cry 3 mit reingebracht. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Okay. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig um zusätzliches Bergungsglück. Okay. Plündern Sie Tierkadaver und halten Sie zusätzliches Bergungsgut. Okay. Na, das wäre natürlich top, aber das kann ich nicht nehmen. Dass ich die Pfeile einfach wiederbekomme, das habe ich mich nämlich in der letzten Folge schon gefragt. Ansehen. Ich klicke es mal an. Aha. Okay, da kriegen wir das ganze... Ups. Habe ich die jetzt genommen? Ich wollte die gar nicht nehmen. Also... Bäh. Da war doch auch verschlossen dran. Wieso habe ich die denn jetzt genommen? Na, das war jetzt ziemlich blöd, aber egal. Also wie gesagt, das ist ja schon nicht falsch. Was gibt's denn noch? Finden Sie Totenfeinden versteckte Taschen? Okay. Verbessern Sie Kletterkünste? Abgehärtet, abgehärtet. Spezialist. Warum ich das jetzt nehmen konnte, weiß ich nicht. Ich mache nochmal hier oben den Jäger an. Was habe ich hier? Okay.
Setzen Sie Beutel und Taschenartikel. Abgehärtet, also das bin ich ja alles noch nicht. Spezialist, also hier gibt es ja wirklich massig Zeug. Naja gut, wir haben auf jeden Fall erstmal jetzt mehr unfreiwillig tatsächlich hier schon was genommen, aber passt schon. Gut. Kategorie ansehen. Nicht verfügbar. Geschützter Grad, Lager. Hier kann ich aber auch nichts anwählen. Ja, hier kann ich nur irgendwas auswählen. Da waren wir ja schon drin und haben uns das angesehen. Brauchen wir jetzt nicht. Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Gut, dann haben wir ja das weitere Vorgehen quasi geklärt, aber man merkt ganz deutlich, dass Lara noch nicht die taffe Grabräuberin ist, wie wir sie aus den Filmen kennen. Ja, sie ist halt noch fragil und zerbrechlich. Halt ein junges Ding am Anfang der Karriere. Und wir erleben quasi hier die Entwicklung mit. Kann ich hier eigentlich essen? Aber irgendwie Nahrungsbalken sehe ich nicht, dass ich jetzt irgendwie glücklicher bin, weil ich gegessen habe oder so. Ich drücke nochmal X, um mal zu gucken. Upsa. Was hier passiert, aber hier kann ich wieder nur... Wo fange ich tatsächlich an? Was... Okay. Upgraden. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance. Gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Ja, da macht sie dann direkt ihre Memoiren fertig. Und was ich halt sehe, neben den Fähigkeiten sind noch zwei Dinge gar nicht verfügbar. Aber wir haben dadurch hier zufällig auch noch was freigeschaltet. Keine Ahnung, war jetzt ja nicht verkehrt, dass wir nochmal reingeschaut haben. Gut, gucken wir, wo wir hin müssen. Da so in die Richtung. Okay. Dann hoffe ich mal, dass jetzt hier nicht diese Oni-Geister oder diese anderen Irren sind. Ich weiß auch noch nicht, wie man tatsächlich hier in Deckung gehen kann. Oder ob man das überhaupt kann. Also bei Uncharted konnte man ja immer in Deckung gehen. Das war ja so ein Duck und Cover. Also, ne, ihr wisst, was ich sagen will. Cover und Blast-Shooter. Komme ich da hoch? Da blinkt nämlich was. Aber da komme ich nicht hoch. Dann müsste ich einmal um diesen Felsen rum. Oh, die Tür ist da hinten jetzt offen. Die war vorhin aber zu. Das macht mir ein wenig Sorge. Hallo? Wie komme ich denn da rum? So. Ich möchte erstmal gucken, was da blinkt. Okay, hier kann ich mich rüberhängen. Springen, meine ich. Aber hier komme ich auch nicht hoch. Tja, also hier würde ich, glaube ich, mit einem Doppelsprung hinkommen, der auch funktioniert. Juhu! So, was haben wir hier? Pfeile, die ich nicht tragen kann, weil ich ja schon genug Pfeile habe. Voll, genau. Und was haben wir hier? Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Geocachen. So ist das. Macht auch im Real Life Spaß, liebe Freunde. Kann ich euch nur mal ans Herz legen. Wie gesagt, in jedem neueren Telefon ist ja mittlerweile, gibt es die Möglichkeit, ja so ein GPS-Signal zu empfangen. Und damit kann man wirklich gut geocachen. Also wie gesagt, macht schon Spaß. Vor allem halt abends im Dunkeln mit mehreren.
vielleicht noch mit einer Flasche Bier in der Hand. Das ist ganz lustig. So, aber zurück zum Spiel. Hier haben wir den Bogen gefunden und die Tür ist auf. Und da kommt lustige Musik draus. Oh, und wir müssen da auch rein. Ja gut, ich glaube, dann gucken wir uns doch mal diesen Bunker des Grauens hier an. Eigentlich will ich da gar nicht rein. Na, da geht es natürlich auch wieder Kilometer wahrscheinlich nach unten. Kann ich hier die Fackel mitnehmen? Ah, super, das macht sie automatisch. Top. Na klar. So, jetzt muss ich mal aufs Pad gucken. B ist die Taste, um auf eine Leiter zu steigen. Ja gut, das muss ich ja wohl machen. Bleibt mir ja nicht viel anderes übrig, als hier in dieses Bunkersystem hinabzukraxeln. Wobei hier natürlich der Bogen nicht die optimale Waffe ist. Ein bisschen eng dafür. So, drücken Sie B, um die Leiter loszulassen. Huch, das haben wir gemacht. Ja, Notausgang, Exit, zu. Komme ich natürlich nicht raus, toll. Also er fordert schon wieder nicht hier die Sicherheitsvorschriften. Zeichen. Ah, irgendwie Krieger der Sonne oder so. Wow, ich hoffe, ich versinke hier nicht gleich im Morast. Ach du Scheiße, ey. So. Wie komme ich da durch? Ach so, einfach durchquetschen. Oh Mann, oh Mann. Was mache ich bloß? Was ist das denn? Noch mehr Zeichen. Irgendjemand zählt die Tage der Sonne oder so. Man weiß es nicht. Ziemlich kryptisch. Oh, hier geht's endlich wieder nach oben. Und wieder Totenköpfe. Das ist natürlich nicht so schön. Ist das hier eine Falle? Oh Gott. Nein, es ist nur ein Rohr. Das ist verrückt. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine Metzgerei. Wo muss ich hin? Nö, da muss ich rein. Gut. Was ist das hier? Untersuchen wir das mal. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Ah, also das sind tatsächlich diese Reliquien. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Tatsächlich auch etwas detaillierter als bei Uncharted. Muss man ja zugeben. Also wie gesagt, sie haben halt ziemlich viel von anderen Spielen halt einfach so übernommen und zusammengewürfelt. Aber es gefällt mir, ehrlich gesagt, bis jetzt ziemlich gut. Also ist jetzt halt tatsächlich jetzt nicht das Innovativste, aber von allem so das Beste geklaut. Muss ja nicht halt das Schlechteste halt dementsprechend sein. Was? No one leaves. Aha, kann ich hier was mitnehmen? So ein Fell, um mich als Reh zu tarnen? Anscheinend nicht. Hier haben wir noch eine Kiste. Kann ich da reingucken? Upsa, ich habe sie einfach kaputt gemacht. Ja, jetzt ist sie weg. Das war jetzt nicht so geplant. Was ist hier? Was ist denn das für ein Symbol? Kann ich gar nicht zuordnen. Ich drück mal. Also an der Klinke rappeln. Ach so, das soll ein Brecheisen oder ein Hammer sein, wa? Neues Equipment zum Öffnen erforderlich. Okay. Kann ich mich eigentlich irgendwie ducken? Achso, das war das? Ah, da kann ich was anzünden. Und ich kann tatsächlich auch mit dem Bogen zielen hier drin. Aber ducken kann ich nicht. Das heißt, ich bräuchte irgendwo gleich eine Fackel, um hier vielleicht was anzünden zu können. Aber gucken wir doch mal hier rein. Ach, da komme ich gar nicht rein. Ist natürlich unpraktisch. Das heißt, ich brauche eine Fackel. Wo finde ich denn eine Fackel? Hier kann ich... Ach, hier kann ich... Was kann ich denn hier nehmen? Ach so. So. Dann machen wir das doch mal hier an. Und brennen uns mal den Weg hier frei. Ich hoffe, jetzt brennt hier nicht die ganze Bude ab. Und gucken mal hier in die Kammer des Butchers. Also hier ist ja genug zu essen. Da brauche ich ja nie mehr jagen. Aber ich kann es anscheinend nicht mitnehmen. Was ist das denn hier für ein kranker
Typ, der hier wohnt. Krasser Scheiß. Ah. Stemmaxt. Neue Ausrüstung erhalten. Kann ich ja dieses Gedudel bitte einmal abfackeln? Was, drücken Sie X mehrmals zum Aufsammeln? Ach, zum Aufstemmen. Ich will hier das Ding hier kaputt machen. Mach kaputt! Hör auf hier, diese psychische Musik zu spielen. Werde ich ja ganz irre. So, aber hier haben wir sonst nichts mehr, glaube ich. Aber ich habe ja, wie gesagt, diese Axt gefunden. Üben wir doch hier mal. Ich hoffe, die geht jetzt hier nicht gleich kaputt. So, wir X'en mal. Ja, und haben die Tür aufgemacht. Hätten wir uns sparen können, wenn wir einfach hier rumgegangen wären. Aber, ja, wir üben ja noch ein bisschen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich später auch draußen die Kiste jetzt aufbrechen. Ich hoffe, ich komme nochmal automatisch dahin zurück. Wenn nicht, naja, habe ich draußen eine Kiste übersehen. Auch nicht weiter schlimm. Guck doch mal in die Kamera, Lara. Ich will mich verabschieden. Ja, und in diesem Sinne sage ich, von hier aus starten wir in der nächsten Folge durch und gucken uns den Rest hier in diesem kryptischen Bunker an. Und ich sage, bis dahin.